Jetzt gehen wir noch rüber in den anderen Wald. Da sind auch, glaube ich, auch noch mal 4 Bäume. Machen wir die noch. Der Tag ist ja noch jung. Wir haben ja gerade mal, ich glaube, 20 vor 2 oder was wir haben. Da geht heute noch was, da geht heute noch was.
Ja.
Logbuch. Bin ja schon wieder auf dem Rückweg. Sehe vor lauter Äste noch nicht mal einen Felsen.
Und das alles für eine Dose im Vorstieg. Björn hat schon positiv einen an der Waffel, Alter. Das Ding hast du von unten nicht gesehen. Oben bestimmt 10-mal dran vorbeigeguckt. War schon eine coole Nummer, Vorstieg. In dieser wunderschönen Buche. Ankerpunkt bestimmt oder Basislager bestimmt auf 25 Meter Höhe. Und dann nochmal bestimmt 3-4 Meter Vorstieg. Und dann hing das Ding an so einem kleinen Außenast. Ich weiß es nicht, ob es auf der Helmkamera mit drauf ist oder ob die schon ausgegangen ist. Keine Ahnung, wie lange wir schon im Baum hingen. War eine coole Dose. Aber für Nummer 9 des Tages echt anstrengend. Eigentlich fehlt jetzt noch Nummer 10 und 11. Dann ist noch ein 3,5er dazwischen. Mal gucken, was wir noch machen. Einen wunderschönen guten Morgen heute am Tag 3 des verlängerten T5-Wochenendes. Wir sind praktisch schon wieder auf der Heimfahrt. Sind jetzt hier Würzburg, Kirchheim abgefahren von der Autobahn. Haben uns noch eine kleine Baumrunde rausgesucht mit 6 Bäumen. Die reißen wir jetzt noch schnell ab, dann geht es wieder nach Hause. Gestern am Tag 2 haben wir, glaube ich, 26 Angeldosen gemacht. Danach haben wir noch 3 Bäume gemacht. Da hatte ich aber auch nur bei einem die Helmkamera dabei. Wenn es was geworden ist, seht ihr es hier vor. Jo, dann waren wir gestern Abend noch schön mit Habanero und The Maniacs abends essen. War auch ein sehr schöner Abend mal wieder. Nett unterhalten. Jo, das war's. Verlängerte T5-Wochenende. Ich nehme jetzt hier keine Helmkamera mit. Wir reißen jetzt schnell die 6 Bäume ab. Und dann geht's auch wieder nach Hause.